Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Atento, Peru, Conmebol bestätigte das Datum und die Austragungsorte für die Vor-Olympiade 2024. Das peruanische U23-Team unter der Leitung von Chemo del Solar wird um einen der beiden Plätze für die Olympischen Spiele in Paris kämpfen. Der südamerikanische Fußballverband, Conmebol, gab an diesem Samstag die bestätigten Termine und Austragungsorte für die Pre-Olympic bekannt, einen Qualifikationswettbewerb für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Venezuela wird das Ausrichtendeland der Vor-Olympischen Spiele sein, deren Austragungsorte Caracas, Valencia und Barquisimeto sein werden. Der Wettbewerb findet von Samstag, 20. Januar, bis Sonntag, 11. Februar des Folgejahres statt. Die U23-Kategorie der Nationalmannschaften nimmt an den Vor-Olympiaden teil und bei den Olympischen Spielen 2024 sind zwei Plätze für die CONMEBOL-Verbände reserviert, die am Ende des Turniers an die beiden bestplatzierten Mannschaften vergeben werden. Die peruanische U23-Nationalmannschaft wird beim Turnier in Venezuela mit José Guillermo Chemo del Solar als technischem Direktor auftreten. Im Laufe der Woche wurde in Videna der erste Mikrozyklus der auf den Wettbewerb ausgerichteten Arbeiten durchgeführt. Zu den berufenen Spielern gehörten Catriel Cabellos, Racing Club Argentinien, Alessandro Burlamaqui, CF Intercity Spanien, und Enrique Peña, Real Valladolid Spanien. Weitere Fußballer, die auf dem Radar der Mannschaft erscheinen und alt genug sind, um am Turnier teilzunehmen, sind Piero Quispe, Joao Grimaldo oder Fabrizio Roca, die derzeit auf absolutem Niveau zum peruanischen Nationalteam gehören. Wann hat Peru das letzte Mal an den Olympischen Spielen teilgenommen? Peru hat seine Fußballmannschaft schon lange nicht mehr an Olympischen Spielen teilnehmen lassen. Die Zweifarbenmeisterschaft war zum letzten Mal bei der Ausgabe von Rom 1960 Teil des Multisport-Events. Dieses Mal qualifizierte sie sich, nachdem sie Mexiko und Suriname in der vorolympischen Meisterschaft besiegt hatte, sie wurde in Lima ausgetragen. In der italienischen Hauptstadt unterlag die Nationalmannschaft Frankreich, 1:2, unterlag Ungarn, 2:6, und besiegte Indien, 3:1. Zuvor war es Teil der Berliner Ausgabe 1936, bei der es Finnland mit 7:3 besiegte und Österreich mit 4:2 unterlag. Mit Del Solar an der Spitze wollen die Rot-Weißen 64 Jahre ohne die Anwesenheit ihrer Fußballmannschaft bei den Olympischen Spielen beenden. Bei den letzten Vor-Olympischen Spielen lag Peru auf dem letzten Platz in Gruppe B und die Qualifikationsplätze lagen in den Händen von Argentinien, Meister, und Brasilien. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.